Servus Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der Hofbergmann Map. Wieder mit an Bord ist der Christian. Hallo. Und ich. Hi. So, wir hatten ja den Livestream am Samstag. Da haben wir noch ein bisschen was geschafft, Gret. Wer dabei war, hoffe es hat euch gefallen gehabt. Was ich später noch gemerkt habe, ist, dass man die Qualität von dem Bild nicht ganz richtig eingestellt hatte beim Aufnahmeprogramm, beim Streamprogramm. Das habe ich jetzt geändert. Hoffe, dass es beim nächsten Stream dann besser ist. Mit dem Bild, mit der Quali. Ja, das war jetzt erstmal zum Stream. Also mir hat es richtig Spaß gemacht gehabt. War ganz cool. Weil man wahrscheinlich vielleicht ein bisschen öfters mal bringe. Was ich jetzt vorhab, ist weiter mit der Kartoffelwaschanlage ein bisschen was zu schaffen. Wie man jetzt sieht, habe ich es vom IT-Runner Paket die Mulde genommen. Die möchte ich gern platziere für Kompost immer drin zu laden, wenn die voll ist, dass wir die wegfahren können. Der Christian, weiß nicht, der hat Stroh eingesammelt gerade, ist jetzt glaube ich fertig. Weiß nicht, ob er gleich auffangt mit Einstreu wegfahren oder ob er erst noch hingeht und macht ein bisschen Biogas in den Getreidetrockner. Ja, stellen wir Biogas erstmal eine Runde. Ich erstmal die Bulldog-Kohle, wo steht denn der? So. Und ich mach die Kartoffeln voll. Kann ich doch in die Mulde hingehen. Das ist das erste Mal, wo ich überhaupt mit dem Ding durchspiele, ne? Die hätte ich glaube ich noch nie gehabt, so die Mulde. Aber den Braun da finde ich eigentlich, sieht es eigentlich ganz okay aus. Ja. 18.000. So der Hänger oder was? Ne, ich habe den Bulldog geholt. Oh. Der hat noch oben bei den Kühe gestanden. Der okay. Axian. Ne, ich habe jetzt einer genommen mit Gewicht drauf, also mit dem Frontlader. Ich meine, das ist zwar auch Gewicht dann schon ein bisschen, aber wenn ich dann mit Gewicht ziehen, dann ne. Der Arischte. Axian ist nicht ganz so dreckig, wäre schon wieder fett. Ja. Haben wir alles dreckig gemacht. Ja, ja. Wohin sammeln, ne? Fahr ich dann zusammen. Das ist ja. Was gesoff. Weil auf der Tastetrigger irgendwie Rotz zusammen gefahren. Ja, ja. Dann ist besser Tastetrigger. Steuerung, wie sie umstellen. Geil. Ich habe nochmal kein Problem, außer dass ich ab und zu muss Kuh und Mutterstadt verwechseln. Genau. So. Ich glaube genau, ob Gas produziert ist, weil ich ja alles leer gemacht habe. Im Lager müsste mal noch sein. Rechts, wenn du reinkommst gleich. Ja klar, im Lager habe ich ja abgekippt gerade. Ja, weil aber in der Produktion neben drauf. Ja, gut. Dann nimm den im Lager ein bisschen raus, okay. Ja, hauen wir gleich wieder hin. Richtig. Ja, schmeckt ja, also farblich passt der fast zu meinem Bulldog, du, der Hänger. Also fast. Ja, ja. Nicht zu gelb, aber... So. Leck. Was hast du leck? Bei kurz mal, ja. Aber das ist ja normal, der Map. Dahinter. Ah, Schiebedach aufgemacht. Ah, weiter geht's.
Da hinten müssen wir hin. Wo immer der ist, so arbeitet keiner halt. Sehr gut. Selbstbedienung. Biogas haben wir 13.100 in der Produktion. Na, da hole ich aus dem Lager, los erstmal die Produktion hoch. Container abladen. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen Biogasanschluss. Dort auch. Haben wir das gezündet normalerweise? Warum kann ich nicht abkippen? Wie sie dann ist? Also, Kartoffel war schon noch. Will die Kartoffel dort in kippen? Okay. Nehmt's nicht an. Sind schon Frontladekabel? Ah, Blumen startet, geht doch. Container abladen, das will ich schon nicht. Aber der Container abhängen, aber der abhängen kann ich auch nicht, ne? Okay. Bin gerade auch verwirrt. Was kann ich denn noch abholen von dem Anschluss? Dann wechseln zwischen Biogas und dann und Schweidertrick ist leer. Gewählte Silo ist leer. Was ist das? Was ist dann das? Ja, ich kann kein Biogas laden. Geht nicht. Befüllung starte geht bei mir nicht. Was wir machen, wir tauschen einfach mal kurz die Drecke. Probier du mal bei mir und ich probier bei dir aber. Probier du mal, ich geh mal dann auf. So, und du wolltest jetzt abkippen, oder was? Jo, Rindfülle. Okay, Abkippsymbol. Nein, nicht das weh. Was ist dann da los? Schon wieder das Wurm drin, aber ey. Ich glaube doch einmal, die stört mich. Der Vorfahr. Also, ich kann Fülle, Biogas. Mal einfach mal voll, hä? Das passt, du scheiße. So. Nein, geht nicht. Aber wieso ne? Ich mich gerade an. Ich war jetzt gerade mal schnell das Ding da weg. Warum können wir das mit der Mulde nicht hinkippen? Normalerweise kann hat die Mulde hat die Abkippfunktion. Kann ich ja auskippen. Ja. Gibt es aber blockiert. Aber wieso? Schon noch ohne? Ja. Okay, warte, ich komme jetzt gleich mal. Ich gehe jetzt hier, füll gerade mal noch schnell das Gas da drin. Jetzt halt, wo der umfüllt. Ich hole mal vorne den Fliegel. Ja.
Denn wo ich eigentlich bereitgestellt gehört dann für Einstreu wegzufahren und machen wir in den Kartoffel drin. Vielleicht leid es an dem scheiß Muldekipper da. Mach jetzt da mal kurz Ladung Kartoffel drin und dann testen wir das einfach mal. Abkoppeln kann ich aber. Naja, abkoppeln konnte ich und ich konnte alle Container abstellen. Aber nur was halt nicht funktioniert hat, war die Kartoffel auszuleeren. Sind jetzt auch nicht mehr viel Kartoffel drin, also Zeit, dass das Kartoffelfeld dünn reif wird. So, dann komme ich mal runter, aber. Ja, keine Ahnung, geht nicht. Funktioniert nicht, ne? Und jetzt warte gerade mal ohne, und wann fahren wir so zweit gerade wieder nuff. Und in eine Glas. In der anderen Fendt. Und Multikipper und kippen es halt wieder ins Lager rein, wenn es nicht geht. Aber das Komische ist halt, dass. Wie gesagt, normalerweise müsste ich die Kartoffel einfach nur abkippen können. Ja, Action, irgendwie ist aber da. dass der Trigger so hoch ist. Weil Irgendwie der. ist der Trigger aber nicht richtig zu Hause, da kann ich nicht abladen. Oder wir laden nochmal um. Ja, ich gehe jetzt hin, ich habe hier einen Fliegel, habe ich schon drin. Der ist ein bisschen her, glaube ich. Wie der Muldekipper. Vielleicht, weil der Muldekipper so tief ist, weißt du? Wäre möglich, aber. Weil ich habe ja eigentlich hab ich ja nur geplant gehabt für den Kompost da drin zu machen immer. Und dass man dann später aus die Mulde wegfahrt. Und jetzt nur gedenkt, wenn, weil die Kartoffeln leer sind, nehme ich einfach gleich mit dem Ding. Dann mache ich das alles auf einem Weg und jetzt hast du doch 5000 Wege, bis du nur die Kartoffel drin hast. Ja, klar. Wäre es noch irgendwie, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich bin ja schon da. Und so eine 5000 Kartoffel jetzt drin, aber zum Testen langt's. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. So, jetzt fahren wir mal weg. Ja. Bye. Dann probieren wir mal mit dem die Kartoffeln so in so Glatsche. Alter, wo hängen wir denn jetzt? Das gibt's so nicht. Ja, das ist ein bisschen steil, du. Dann aber Differential oben haben sie verrückt Komisch, hoch. jetzt habe ich hab's absolut mit dem habe ich das Abkippsymbol, ne? Ja. Jetzt merkt er mal ungefähr die Stelle. Gut. So. Dann kommen wir ja gefahren. Weil ich mache mal kurz die Trigger an. Normalerweise müsste das locker erkennen. Also genau wo der Strich von der Bodenplatte ist, da habe ich im Hinterreif gestanden. Das werden wir doch mal jetzt rausfinden, Freunde. Ja. Nicht mit uns. Gucken wir mal genau zu da. Ja, hängt da. Ne. Noch Stück, noch Stück, noch Stück. So, stopp. Da war bei mir ungefähr der Trigger. Ich gucke jetzt, ob da drin stehe ich. Warum noch Stück hin? Noch stehe ich nämlich nicht ganz drin. Jetzt bin ich drin. Jetzt kann ich auch nicht mehr abhängen, ne? Doch, abhängen kann ich schon, dazu muss ich auf den Anhänger gehen, dann kann ich abhängen. Die Okay. Mulde geht nicht. War schon auf der Mulde gewesen, deswegen kann ich nicht abhängen. Das ist komisch.
Kannst du den Wert nochmal probieren? Ja. Aber Macht's irgendwie nicht, ne? nein. Nee, das langt anscheinend mit der Höhe nicht. Das kann ich mir vorstellen, Der Multi-Trigger ist anscheinend zu nieder. ja. Jetzt können wir wieder nur fahren, die Kartoffel ausbeladen und nein! Naja. Fahren wir die halt wieder auf, ne? Ja. Ja, verdammt. Ach, das reg ich mich jetzt auf. Jetzt frage ich mal, kennt jemand von euch die Geschichte oder das Buch Der Weg war umsonst? Ja. Verdammt langweilig. Ja, glaub ich ja. Ja. Irgendwie haut das nicht her. Komisch, komisch. Normal müsste aber jetzt, wenn ich oben am Lager bin, müsste Abladesymbol kommen. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Ja, das sollte gehen. Dann fahren wir ein bisschen über die Wüste, dann müssen wir uns beeilen, dass wir nicht zu arg überziehen. Das würde ich gerne noch dann drauf haben, dass man sieht, dass das Ding funktioniert, oder schon? Das Ding Ja. ist normalerweise. Mal der ideische Überlänge. Ich habe das Ding noch nie ausprobiert, aber das müsste normalerweise muss das funktionieren. Das ist hier von deiner von Giant selber. Das ist ja Ja. Modpack. Normal müsste ich mit dem Ding hier Ja. ausgeben können. Ich sag aber, die Kartoffelwaschanlage ist halt nicht original. Aber da ist anscheinend der Trigger zu hoch und bei dem zu nieder. Vielleicht müssen wir die Rampe noch hinstellen. Ja, gut, die können wir auch vielleicht, da gibt es hier platzierbar, ja. Ist halt nur wieder bei der Platzierbare dann, wenn die zu breit ist und dann steht sie aus der Hallenhebe raus, ne? Ja. Ah, ich wollte nicht abschneiden, dass er ans Schild drauf Ja, brettert. das war nicht gewiss. Ja, die PS zahlen sich aus. Ja. Und der leere Hänger. Und schon fahrt er vorbei. Ne, ich fahre nicht vorbei, ne. Am Vorderband. Soll ich sie gleich unten laden oder was? Ach so, ne, die Kartoffel, ja, stimmt, die fahr ich dann noch runter, wenn du willst. Gut. Weil irgendwie das IT-Runner-Pack ist schon cool. Ja. Vor allem die Mulde gefällt mir saugut. Bei der Rewe vorne. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Das sollte ja funktionieren, wa? Ja, hoffen doch. Auf die Mulde schalte. Ausgabe, du kommst. Wollte ich schon sagen, normal ist das hier. Alles, das funktioniert definitiv. Irgendwas stimmt da mit dem Trigger nicht. Dann stellen wir die einfach nur hier für den Kompost drin zu laden. Dann war es das für die Folge. War jetzt zwar nicht gerade besonders viel. Hoffe, das hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und dann freue ich mich wieder, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sind. Bis dahin, Rinnhau. Ciao. Tschö.